Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade in Hamburg. Vielleicht erkennst du ein oder andere an den Backsteinhäusern. Ich muss sagen, ich war ja jetzt schon ein paar Tage in Hamburg und ihr seht es hier. Backsteinhaus, 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 Backsteinhaus. Hamburg ist einfach ein einziges Backsteinhaus, habe ich das Gefühl. Hier oben habe ich geschlafen jetzt die letzten Tage bei einem Kumpel. Josh, wenn du das siehst, nochmal Kuss an dich, dass ich bei dir pennen durfte. Heute Hamburg gegen MAP Riesen Ludwigsburg. Ich hab unfassbar Bock. Es wird ein richtig geiles Game. Ich war jetzt auch schon für dein unterwegs in Hamburg beim Spiel Hamburg gegen Alba Berlin. Das war auch ein richtig intensives Spiel. Da haben die Hamburger ein bisschen gestruggelt bis zur Halbzeit und danach ging es ein bisschen besser. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, haben die Hamburger auf jeden Fall nicht mehr viele Spiele übrig, um die Play-Ins klar zu machen. Sie sind jetzt immer noch auf dem 10. Platz. Sie dürfen jetzt eigentlich nicht mehr verlieren, weil sonst wird's echt sehr, sehr eng, muss man sagen, für die Play-Ins. Auch ohne den Sieg gegen die Hamburger heute haben die Riesen eine Riesenchance noch auf einen direkten Playoff-Platz zu kommen. Wenn wir uns den Tabellenrechner anschauen, sehen wir, dass die Hamburger auf jeden Fall noch aus den Play-Ins rausrutschen können. Und die Riesen zwar auch, aber ich glaube, dass die Riesen da auf jeden Fall noch, sicherer sind in den Play-Ins als die Hamburger. Also es wird heute auf jeden Fall ein richtig geiles und spannendes Spiel. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein bisschen Hamburg erkunden. Das ist eine richtig, richtig schöne Stadt. Wir gucken auch einmal zu dem 187-Court. Den kennen vielleicht viele von euch. Wir gehen auch einmal in den Kickstore, weil der Kickstore hier in Hamburg ist echt ultra fresh. Ich war da gestern schon mal kurz und hab mir eine neue Hose gekauft. Wie findet ihr die clean schwarze Hose von Carhartt? 18.30 Uhr ist das Spiel heute. Wir gehen vielleicht auch noch was essen. Genau, aber ansonsten, ich will jetzt gar nicht mehr viel rumlabern. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir fliegen jetzt dann bald in 2 Tagen am Montag nach Athen, Leute. Für die ersten 2 Playoff-Spiele. Athen gegen Maccabi Tel Aviv. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass ich gehypt darauf bin, nach Athen zu fliegen, für euch die 2 Spiele zu filmen. Das wird unfassbar. Und ja, Mann, ansonsten viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns dann. Das Wetter in Hamburg ist unfassbar räudig. Ich freue mich so sehr auf die 24, 25, 26 Grad, die es in Athen hat. Solange es trocken bleibt, glaube ich, ist alles gut. Es hat zwar die letzten Tage auch immer wieder geregnet. Ich habe sogar mitbekommen, dass es in München geschneit hat. Also wir haben wirklich in Deutschland komplettes Aprilwetter. Oh, solche Feinis. Lass deinen Hund nicht so krass warten. Schmeiß den Ball. Ja, so ein Feini. Ich bin wirklich komplett der Hundemensch. Also es gibt ja immer so die Debatte, Katzen oder Hunde, was ist das bessere Haustier? Meiner Meinung nach heißt es nicht umsonst, dass Hunde die besten Freunde des Menschen sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, Katzen, weiß ich nicht, bisschen abgehoben einfach. Ach Leute, und eine wichtige Sache, die ich vergessen habe. Wir fahren nachher auch noch gemeinsam zu Timo von Tellem in sein Office nach Lüneburg. Dort zeigt Timo mir dann ein bisschen das Office und es gibt noch was zu gewinnen für euch. Bleibt da auf jeden Fall dran, damit ihr das nicht verpasst. Richtig geiles Gewinnspiel. So Leute, und hier sind wir am Hafen angekommen. Ich muss schon sagen, es sieht echt sehr impressive aus. Gibt mir so ein bisschen GTA-Vibes von GTA 5. Ich meine, diejenigen von euch, die es gezockt haben, ihr kennt safe die Mission hier. Da wird auch fleißig gearbeitet. Ich muss dann echt sagen, sieht schon cool aus, Mann. Muss ich echt sagen, hat sich gelohnt. Als nächstes steppen wir zum 187-Court. Leute, kann ich das überhaupt noch? Wie ging das nochmal? 187. Leute, gönnt euch auch mal hier diesen schönen Fein hier. Hallo? Wie gern würde ich ihn streicheln? Alter, Leute, gönnt euch mal. Da ist so ein altes U-Boot. Hier ist auch direkt das U-Boot-Museum. Ich sage euch ehrlich, ich würde niemals auf so ein riesen Kreuzfahrtschiff gehen, aber noch weniger würde ich meinen Hintern jemals in ein U-Boot bewegen. Nee, Leute, haut sich einfach nicht. So, Freunde, und hier sind wir unter den Palmen aus Plastik. Leute, heftig. Hier ist auch ein geiler Court. Ein Kumpel von mir, Josh, von dem ich euch jetzt schon erzählt habe, der meinte, es ist auch hier einer seiner Lieblingscourts zum Streetball-Zocken. Jeder, der ein bisschen Deutschrap-Fan ist und es damals erlebt hat, weiß ganz genau, dass diese Palmen aus Plastik hier unfassbar legendär sind. Krass, und Leute, da hinten sehe ich gerade, ist der König der Löwen. Ist ja ein Musical, was immer wieder hier in Hamburg stattfindet. Es wäre eigentlich auch geil, das mitzunehmen mal. König der Löwen. Löwen hat meine Kindheit absolut geprägt, Alter. Der kleine arme Simba wirklich. Ohne seinen Papa aufgewachsen, aber dafür mit Timon und Pumba miese Action gehabt damals. Warte, gönnt euch auch mal. Hier sitzt jemand, aber irgendwie sitzt er auch nicht. Verrückt. Die Gesamtbilanz beider Teams ist 9:1. 10 Mal haben sich beide Teams schon getroffen seit dem Aufstieg 2019 der Hamburger. Vielleicht jetzt heute den 2. Sieg für die Hamburger. Ich bin auf jeden Fall für die Hamburger. Wie ihr wisst, ich supporte immer das Heimteam und ich habe einfach Bock, dass die Hamburger heute einen geilen Sieg holen und dass es ein richtig geiles Spiel wird vor allem. Als nächstes checken wir jetzt die Talent Base ab. Seid gespannt. Es gibt, wie gesagt, ein Gewinnspiel. Stay tuned. So, Freunde, wir sind jetzt hier bei Tellem angekommen. Erstmal generell auch. Schaut mal hier. Wie geil sieht es bitte aus? Richtig nicer Store wirklich mit dem Tellem-Logo. Jetzt geht es. Wenn man hier reinkommt, als erstes, fangen wir hier rechts an. Kann man hier ein bisschen hupen. Werde ich nachher bestimmt auch noch die ein oder andere Runde zocken.
Boah. Hier hängen dann ein paar Hoodies, ein paar T-Shirts, ihr wisst Bescheid. Hier wird dann immer der Podcast von Timo gedreht. Da ist ein nicer Spiegel. Dann seht ihr auch schon Timo und seine Jungs ein bisschen am Worken. Ja, Mann, richtig geiles Office. Hier ist auch ein kleiner Hub. Kann man auch ein bisschen hupen. Hier wird dann fleißig gearbeitet für die Leute, die schon mal bei Talent bestellt haben. So sieht es hinter den Kulissen aus. Ich bin jetzt hier gerade in Lüneburg bei Timo, bei Talent. Wir haben uns gemeinsam was überlegt. Wir haben hier einmal drei T-Shirts für euch. Ihr seht hier das schwarze T-Shirt mit dem Talent-Logo, genauso wie auf meinem Hoodie. Gibt einmal drei Gewinner mit Verlust an euch. Macht mit, ihr wisst Bescheid, Talem supportet Sunny, macht geilen Content für die Community, für euch. Ja, das wollen wir supporten, deswegen das Gewinnspiel hier. Korrekt, dass du auch vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Und ja, kommentiert mit Hashtag Talem, folgt, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, wäre sehr korrekt. Und dann seid ihr vielleicht einer der glücklichen Gewinner von den drei Shirts. Yes, sir. Viel Glück. So, Freunde. Als nächstes gehen wir zum Jungfernstieg und zum Rathaus. Ich war jetzt schon ein paar Mal hier. Sehr, sehr schöner Ort hier. Also wenn ich mal ein Date haben wollen würde hier in Hamburg, dann wäre der Jungfernstieg auf jeden Fall der Place to be. Jungfernstieg haben wir abgecheckt. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir in den Kickstore. Dann gehen wir noch was essen und dann gehen wir auch schon ins Stadion. Ich bin echt richtig gehypt jetzt langsam, muss ich sagen. Das Game wird heute, glaube ich, richtig geil. Und hier sind wir auch schon bei Kicks angekommen. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr so viele Kickstores. In München gibt es noch einen, in Hamburg, in Berlin. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Der hier, muss ich sagen, ist neben dem in Berlin auf jeden Fall der schönste. Wenn nicht sogar der schönste. Aber der in Berlin ist halt wirklich, also der in Berlin ist schon sehr, sehr krass. Leute, was hier in dem Kickstore das Allergeilste ist. Hier gibt es einfach einen Käfig. Wie geil ist es bitte? Da werfen wir jetzt auch ein paar Buckets. Hier gehen wir jetzt gleich essen. Gönnt euch mal bitte, was hier für eine geile Statue steht, Leute, von Naruto. Jeder von euch, der Naruto geschaut hat, weiß, was dieser Modus zu bedeuten hat, dass es geisteskrank abgeht. Geisteskrank. Gönnt euch mal bitte, wie fucking clean das hier drin aussieht. What the fuck, Alter, Leute. Kleiner Son Goku mit Vegeta. So, Freunde, für mich gibt's eine Nudelsuppe mit Miso, natürlich vegetarisch. Und für den guten Max, was hast du hier? Was ist das? Chicken und einmal eine Bowl. Chicken und Bowl. Mit Rind, genau. Let's go. So, Leute, ich bin gesättigt. Wir sehen uns jetzt gleich in der Halle wieder. Da sind auch schon die Ludwigsburger Fans. Krass, dass die schon Stimmung machen hier. So, Leute, Akkreditierung ist abgeholt. Da machen sich schon die Hamburger warm. Die Ludwigsburger sind auch schon am Start. In 75 Minuten ist Tip-Off. So, Leute, da seht ihr Javon Graves, Topscorer der Ludwigsburger. 16,1 Punkte, 4,5 Rebounds und 4 Assists. Auf ihn habe ich richtig Bock heute. Und ganz, ganz wichtig, Pollas Bartolo ist wieder am Start. Ganz, ganz wichtiger Spieler für die Ludwigsburger. Da seht ihr Erdogan, den Ex-Hamburger. Da können wir uns heute auf jeden Fall unter den Brettern auf ein geiles Duell freuen. Bobo gegen Edigan. Die beiden haben ja so ein bisschen, sag ich mal, die Teams getauscht. Bobo war bei Ludwigsburg, Edigan bei Hamburg. Bobo hatte drei richtig geile Jahre bei den Ludwigsburgern. Hat auch in seiner letzten Saison dann mit der deutschen Nationalmannschaft Bronze geholt. Da können wir uns heute auf ein geiles Duell freuen. So, Leute, da ist Durham auch am Start. Der gute Mann legt 14,8 Punkte auf, 3,7 Rebounds, 4,2 Assists. Ich bin sehr gespannt, was er heute auflegen wird. Vincent King macht sich auch warm, das heißt, er spielt heute wieder. Wichtig und richtig. Wenn die Hamburger heute den Dreier wieder so schlecht treffen wie letztes Mal gegen Berlin, dann ist vorbei wirklich. Dann ist vorbei. Die müssen heute besser schmeißen, sowohl aus dem Zweier- als auch im Dreierbereich. 1 von 18. Wir halten es im Hinterkopf. War es beim letzten Spiel zur Halbzeit. So, hier haben wir einmal den Luca und den Nino. Zwei Hamburger Fans, was sagt ihr? Wie geht das Game aus? Plus 5 für Hamburg. Plus 5 Hamburg? Plus 6 für Hamburg. Plus 6 für Hamburg, okay. Also beide Sieg für Hamburg, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, Leute, hier haben wir jetzt ein Zwillingspaar. Was sagt ihr beide, wie geht das Spiel heute aus? Ich sag, Towers gewinnen 85 zu 80. Okay, und was sagt der andere? Towers gewinnen auch 97 zu 90. Okay, alles klar, danke euch. Let's go, Leute, Tip-Off! Ball bei Ludwigsburg. Rebound bei Ludwigsburg und er dankt. Boah, die Nummer 15 von Ludwigsburg ist echt eine Kante, Leute. Pass raus. Boah, das ist ein toughes Duell. Timeout. Timeout Hamburg. Leute, der 15er von den Ludwigsburgern ist so tough wirklich. Das ist echt belastend. 4 Minuten gespielt, circa 5 zu 14 für die Ludwigsburger. Leute, die Hamburger müssen sich einfachere Würfe rausspielen. Die ganze Zeit sehr schwere Layups, sehr schwere Würfe. Die Hamburger brauchen einfache. Heidi, passt zu Durham, nimmt den Dreier, der muss sitzen. Yes, sir! Baby,
den offenen Dreier, der sitzt. Letzte Minute läuft im ersten Viertel. 4, 3, 2, 1. Ende des ersten Viertels, 17:22. Gutes Spiel bisher, 5 Punkte Führung für die Ludwigsburger. Bin gespannt, wie es weitergeht. So, Melson gibt ihn ab. Gut. Ball für die Hamburger. Heidi, mit dem Spiel von Bobo. Jetzt den Dreier, der muss sitzen. Ja, Junge! Bang, bang, bang! Und der Turnover. Let's go! Vincent King. Ja, Junge! Timeout für die Ludwigsburger. Die Hamburger kommen richtig stark rein ins zweite Viertel. Raus. Dreier. Nicht drin. Komm, Möller. Komm, Möller. Gut gehasselt. Und Durant für drei. Ja, Junge! Let's go! 2-Point-Game. Boah, tougher Shot. Pass raus, Christmas für 3. Yes! Tie Game, 34-34. Christmas holt ihn sich. Boah, tougher Layup. Tougher Layup. Christmas. Christmas für 3. Count it. Ludwigsburger. Melson, 4, 3, 2, 1. Boah. Buzzerbeater zur Halbzeit. 48, 46. So, Leute. Erste Halbzeit ist rum. Ihr habt den Halbzeitstand gesehen. Es ist richtig spannend. Die Ludwigsburger und die Hamburger sind heute beide richtig am Start. Macht richtig Bock. Topscorer zur Halbzeit ist Christmas mit 17 Punkten, Leute. 17 Punkte zur Halbzeit. Unfassbar crazy. Bin gespannt, wie viele Punkte der Dude am Ende des Tages haben wird. Bei den Ludwigsburgern ist Bouilly Topscorer mit 15 Punkten. Auch richtig toughes Game von ihm heute. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Quoten vom Dreier sind heute auch deutlich besser, wirklich. Wir sehen uns dann in der zweiten Halbzeit, Leute. Gegen Christmas, nimmt den Stepback. Wow, der ist nasty. Ins Gesicht von Christmas. Boah, gut, der Hezzy, Alter. Oh, der Block von Siva. Ganz starke Defense. King gibt ihn ab zu Christmas. Strong Move. Ganz starker Move von Christmas. Da ärgert er sich. 2-1. Nelson. Gott! Junge, was ein Block von Bobo! Was ein Block von Bobo gegen Melson! Damn! Letzte Minute läuft im dritten Viertel. 4, 3, 2, 1. Ende des dritten Viertels. 6 Punkte Führung für die Hamburger. Hui. Boah, eigentlich ein Foul. Digga, krass. Nee. Das war eigentlich ein Wurffoul, muss man sagen. Da regt er sich zu Recht auf, Bui. Das weiß auch, weiß Christmas selber. Weiß Christmas selber. Und raus für 3. Yes! Timeout für Ludwigsburg. Let's go! 72-64. Ja, Christmas für 3. Yes, sir! Christmas jetzt schon mit 23 Punkten. Let's go! Und der Turnover. Und Ivy. Easy Layup. Let's go. Timeout Ludwigsburg. 10 Punkte Führung für die Hamburger. Step back ins Gesicht. Ja. Bang. Bang, bang. Let's go. Melson gegen King. Lass ihn fliegen. Oh. Tougher Move von Melson. Fumble ihn, Pass. Oh mein Gott! Und der Steal von Matolo. Er ärgert sich. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus für die Hamburger. 8 Punkte Führung. Heute! MVP! 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 Oh.
wieder gewinnen. 89 zu 84 gegen Ludwigsburg. So Leute, da seht ihr nochmal den Endstand der Partie. 89-84. Topscorer mit der Nummer 11 von den Hamburgern. Christmas mit 28 Punkten. Bouillet mit 24. Es war ein richtig toughes Game. Wobo war heute auch richtig am Start, hat zwei richtig intensive Blocks gehabt, die waren sehr, sehr wichtig. Ihr habt auch mitbekommen, Wobo hat auch MVP-Chance bekommen. Also der Dude war heute auch crazy am Start, muss ich sagen. Die Hamburger haben heute eine super Leistung abgeliefert. 100% besser als gegen die Berliner. Es war richtig geil, es hat mega Bock gemacht. Also wirklich, heute war 10 von 10. Es war einfach rundherum ein geiles Game, es hat mega Bock gemacht. Am Montag fliege ich für die ersten zwei Playoff-Games von Panathinaikos gegen Tel Aviv nach Athen. Also lasst ein Abo da, ist kostenlos. Ihr unterstützt mich. Und ja, Mann, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Peace.